Jo Freunde, wir waren im Hochland unterwegs und haben mal beide Trails gefilmt. Im letzten Video habt ihr den Hubertus Trail gesehen und in dem Video seht ihr den Kilkerwald Trail. Lasst uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Wir fahren heute Montafon. Mal wieder. Heute fahren wir den Kilkerwald Trail. Kilkerwald Trail. Länge 2593 Meter. Höhe? 350. Aber der geht einmal so und dann 350 Meter runter und dann. Ja, ja, das ist schon ein Drop quasi. Ja, Mann. Ich stell mal vor, 350 Meter einfach nur so runter. Geradeaus runter. Sehr geil. Also, checken wir es mal aus. Check, check. Wir sind den vorher natürlich schon mal gefahren, dass wir jetzt ein bisschen einen Überblick haben. Ja, da geht es schon ein bisschen schneller. So, da müssen wir Obacht geben. Hier kreuzen Wanderer. Die Burns hier richtig schön hoch. Da kann man richtig reinflacken. Am Anfang sehr flowy. Schade. Sehr geil. Kann man richtig in die Berms reingehen. Ihr wisst ja, lieber Obacht als Ohnmacht. Schön flowig, aber mit einem Twist später. Oh, komplett ins Flat. Scheiße, viel zu schnell. Kleiner Double, der aber auch gut abrollbar ist. Also man kann den Trail hier gut fahren, zumindest den oberen Teil, auch wenn man nicht Fabio Wittmer heißt. So. Hier ist jetzt wieder ein Teil, der gleiche wie der blaue. Ich schätze nur Transferstrecke von dem anderen, von dem hellblauen. Geile Berm. Mit leichtem Kick hinten raus. So, und jetzt geht's hier nach rechts weg. Und hier geht's jetzt wieder rechts weg. Berms. Schön, da müssen wir paddeln. Schön. Step down. Und dann gleich auf so ein Holzgitter. Jo. Die Kurven gehen ein bisschen steil nach unten. Das kennen wir schon. Kurze Transition. Da kommt jetzt ein Stepdown. Hier darf man aber gar nicht so schnell fahren. In der Studio
natürlich sendet. Kleiner Step up. Ich weiß nicht, wie ich den springen kann. Deshalb lasse ich den aus. Ich weiß gar nicht, warum ich das so kommentiere, ihr seht's ja. Richtig Spaß. Hier, kleiner Sprung aus dem Berg. Nochmal ein bisschen gecased. Geht's hier runter. Abschnitt 3. Kleiner Booter. Also flowtechnisch muss ich sagen, haben sie es richtig gut drauf. Sektion 4. Da müssen wir jetzt gleich ein bisschen hochpaddeln. Warum auch immer. Da kann man hier komplett laufen lassen. Sorry für meine Bremsen. Und jetzt kommt der Turn. Wird es nämlich, wie man vielleicht schon erahnen kann. Da wird ein bisschen Wurzeln drin. Und hier kleiner Rock Garden. Ein kleiner Abzug hier. Dann wird es eher hier so Single Trailing, sag ich mal. Mit Wurzeln, paar Rocks. Ja. Lässt sich so geil fahren. Auch mit einem 160 mm Federweg kommt man hier so entspannt runter. Die Steine sind so, sag ich mal, abgerundet, dass man da so geil runter scheppern kann. Was hier als Flow Trail ausgeschrieben ist, ist in dem Teil tatsächlich ganz schön rough. Puh. Kiki Wald, Kilka Wald Trail, der hört hier auf, also da, wo wir gerade rausgekommen sind. Und der letzte Abschnitt ist jetzt nochmal von dem Blauen. Der gute Hubertus. Der Umberto. Der Heilige. Umberto! Ja, hier, wie gesagt, ist wieder ein bisschen mehr Flow drin. Nicht mehr so rough. Aber das Rough, der hat mir richtig gut gefallen. Da kann man noch ein bisschen jibben. Richtig geil. Ja, Mann. Thank you.
ich fahr Shortcut. Ah, ist einfach geil, der Bike. Also, die Trails hier. Jo, Freunde, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Ich wollte noch ein kleines Fazit geben zum Trailpark bzw. Bikepark Montafon. An sich finde ich die Trails sehr cool. Die sind gut gepflegt, ist auch für jeden was dabei. Also wenn man ein kompletter Anfänger ist, kann man das locker fahren. Der Rote ist auch cool gemacht, weil man halt jeden Sprung auch umfahren kann. Heißt, selbst wenn man nicht so gut ist, kann man den locker sich mal anschauen. Der untere Teil ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, wo es dann halt ein bisschen rougher wird. Aber ist auch cool, dass ein bisschen sowas mit drin ist. Was uns ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass die von 3 Trails sprechen. Es gab aber eigentlich nur 2 und einen optionalen Abschnitt von einem dritten Trail, aber der war halt 300 Meter lang. Ja, sowas, ja. Also wir haben uns auf 3 Trails eingestellt, was ja noch einfach ein bisschen mehr Optionen gegeben hätte, was leider nicht wirklich war. Und dann kommen wir natürlich auch dazu, dass der Preis mit 42 Euro für eine Tageskarte, keine Option für eine Halbtageskarte, schon sehr teuer ist für das, dass wir eigentlich 2 1/4 Trails haben. Und da muss schon die 5 Euro Parkgebühren dazu zählen. Stimmt, 5 Euro Parkgebühr finde ich für einen Parkplatz okay, aber es... Also, aber dann muss ich aber auch damit rechnen, dass 42 Euro meines Erachtens nach für die Leute, die eh mit dem Fahrrad kommen, die müssten dann die 5 Euro irgendwo wieder zurückkriegen, weil die müssen ja auch irgendwo parken und mit den Bikes kommen. Also so, das finde ich jetzt ein bisschen. Ja, also wenn man dann eine Karte kauft, dann kann man auch, dann könnte man da die 5 Euro wieder abziehen oder so. Also ja, meist sind 5 Euro hin oder her, aber. Ja, also alles in allem, ich denke, wir werden schon nochmal wieder herkommen, aber es wird jetzt nicht das Favorite-Ding werden, weil einfach für das Geld zu wenig Optionen leider momentan noch da sind. Ja, und da kann ich auch nach Oberammergau fahren, hab mittlerweile den neuen Lift. Ja. Und hab mehr Streckenauswahl, also, und es ist günstiger. Ja, voll. Es wäre auch cool gewesen, wenn sie eine Halbtageskarte wenigstens anbieten würden. Für, keine Ahnung, um die 30 Euro wäre vollkommen okay gewesen. Weil, also mit 2 Trails braucht man nicht den ganzen Tag fahren. Ja. Das lohnt sich gar nicht. Also wir waren jetzt auch nur 5 Stunden da. Mit Essen natürlich. Also hätte man sich auch ein bisschen Geld sparen können, wenn es wenigstens die Option für eine Halbtageskarte gegeben hätte. Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Peace.